Cosmo, Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik mit Vassili Golot und Janka Welke. Hey Vassili. Hey Jan. Hey Leute, ich blicke in die müden, golotschen Augen und trotzdem spare ich mir die Frage, wie es dir geht, denn die Lage ist zu dramatisch für einen kleinen Plausch am Anfang. Die Welt wird untergehen, wenn wir es nicht verhindern. Das zumindest ist die dramatische Aussage von Leonie Bremer. Sie ist eine der Sprecherinnen von Fridays for Future. Ich meine, wir befinden uns in einer Katastrophe, gerade in der Klimakrise, und da die Politik nicht handelt, muss ich eben freitags auf die Straße gehen mit Millionen von anderen Menschen global. Das hat Leonie uns im Januar erzählt. Mit Millionen von Menschen auf die Straße gehen ist natürlich gerade nicht, aber der Protest geht auch in Corona-Zeiten weiter, und zwar digital. Und die Sache mit dem Weltuntergang muss ja auch gar nicht so schlimm sein, finden zumindest KIZ und Henning Mai von An Mai Kantereit. Und wir singen im Atomschutzbunker. Wie das eigentlich so ist, wenn man eine Klimahymne geschrieben hat, darüber sprechen wir heute mit dem Sänger von An Mai Kantereit, Henning Mai. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr euch gerade wahrscheinlich zwei Dinge fragt. Warum beschäftigt ihr euch ausgerechnet jetzt mit dem Umweltthema? Und was hat Henning Mai eigentlich mit Rap zu tun? Das ist meine Frage und deswegen werde ich sie auch direkt beantworten. Henning hat sich in den letzten Monaten ein bisschen zum Rap-Liebling gemausert. Der Rap-Gigolo hat er sich selber in unserem Gespräch liebevoll bezeichnet. Immer wieder taucht er auf in der Rap-Welt, hat Songs mit Trettmann, mit Crow, mit Juju. Und entstanden ist das genau durch diesen Song mit KIZ. Und Henning Mai beschäftigt sich eben sehr viel mit dem Thema Umwelt. So viel wie kaum ein anderer Künstler in Deutschland. Und der Politik Gigolot sagt euch jetzt, was das Ganze mit dem Umweltthema zu tun hat. Überraschung, es ist immer noch da, genauso wie meine schlechten Wortwitze, obwohl gerade nicht so viel darüber gesprochen wird. Wir haben es getan, wir haben darüber gesprochen, und zwar unter anderem mit der Bundesumweltministerin persönlich, mit Svenja Schulze von der SPD. Das ist schon eine heftige Krise, die man allerdings nicht so stark sieht, wie das im Moment bei Corona der Fall ist, sondern die mehr so im Hintergrund ist. Wir rücken sie wieder in den Vordergrund, weil es wichtig ist, und wir beginnen mit der jungen Frau, die das ganze Thema so groß medial ins Rollen gebracht hat. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Das ist eine von vielen bewegenden und klugen Reden, die Greta Thunberg aus Schweden in den letzten Jahren, kann man schon sagen, gehalten hat. Sie ist die Stimme und das Gesicht von Fridays for Future. Und angefangen hat das Ganze im August 2018. Da hat sie sich mit einem Schild vor den schwedischen Reichstag gestellt und den Schulstreik für das Klima ausgerufen. Was dann passiert ist, hat sie sich selbst wahrscheinlich nicht vorstellen können. Greta hat eine globale Klimabewegung ins Leben gerufen, ins Rollen gebracht. Schülerinnen, Schüler, Studierende auf der ganzen Welt haben sich Gretas Forderungen angeschlossen. Ich finde das bis heute immer noch beeindruckend, genauso wie verwirrend, denn ich kriege immer noch nicht so ganz zusammengepuzzelt, wie das eigentlich alles passiert ist. Also eine Schülerin protestiert in Schweden gegen die Klimapolitik und plötzlich protestiert die ganze Welt und die Politik ist massiv unter Druck. Das ist auch ein Phänomen, das es so in dieser Form noch gar nicht gegeben hat. Aber, muss man ja sagen, junge Menschen haben sich schon immer gegen etwas aufgelehnt und sind für Dinge auf die Straßen gegangen. Also das an sich ist ja jetzt nichts Neues. Ich meine, erinnere dich mal, Max Herre hat uns ja was ganz Ähnliches erzählt über seine Politisierung. Ich sehe auch Parallelen, also ich erinnere mich
So die ersten Schülerdemos, auf denen ich war, war Golfkrieg, erste Golfkriegszeit. Und da sind wir, es war im Prinzip genau das, wir sind aus den Klassenzimmern raus und aufs Rektorat und haben gesagt, so, wir gehen jetzt und sind dann durch alle Klassen in der Schule und zu den anderen Schulen gelaufen und haben Leute geholt und waren dann demonstrieren zusammen. Das war ein unglaublich tolles Gefühl. Und es war, weil es eben beides war. Es gab einen Kurs, der uns wichtig war. Und es war aber irgendwie auch dieses Gefühl von, ey, wir zusammen, wenn wir uns das alle trauen, dann funktioniert das auch. Ihr merkt das vielleicht an dieser Stelle und ihr werdet das öfter merken in dieser Episode. Wir sind sehr nachhaltig gewesen und haben ein paar alte Töne recycelt zum Thema Fridays for Future. Denn das ist ein Thema, was Rapperinnen und PolitikerInnen schon oft bewegt hat, auch bei uns im Podcast. Respekt, Jan Kawelke, erstmal für diesen schönen Wortwitz. Das hätte ich besser nicht sagen können. Und auch vollkommen richtig, deine Zwischenbemerkung. Protest ist tatsächlich ja nichts Neues. Und das Beispiel von Max ist auch perfekt, um die Einzigartigkeit von Fridays for Future, auf die ich ja eigentlich hinaus wollte, deutlich zu machen. Normalerweise rufen ganz konkrete Entscheidungsfragen Proteste hervor. Ne? Also sowas wie das Beispiel, was er auch genannt hat, Krieg, ja oder nein. Das ist ein Thema, das polarisiert. Da gibt es für die wenigsten Menschen irgendwie ein, das ist mir egal. Oder nimm Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Da sind Menschen, die sagen, will ich so nicht, ich gehe auf die Straße und ich lasse mich überhaupt nicht darauf ein, was die Regierung von mir will. Aber Klimawandel, ich meine, denk mal an dein eigenes Leben, Jan. Wo hat das bisher ganz konkret Einfluss auf dich genommen? Also ehrlich gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass er da ist, dann wüsste ich nicht, dass er da ist. Ergibt das Sinn? Mhm. Also du hast für uns ja zum Beispiel Machiavelli Inlandsflüge verboten damals, aber sonst so direkt hat er aktuell keine realen Konsequenzen für mich. Und das ist im Prinzip auch die größte Herausforderung für die Politik. Als Politiker kannst du mit Langzeitthemen wie Klima, Bildung oder Integration eigentlich nur verlieren. Wenn du da was machen willst, dann kostet das erstmal sehr viel Geld. Das braucht Jahre, bis sich dein Engagement irgendwie auszahlt. Und am Ende verlierst du so eher Wahlen, als dass du sie gewinnst. Und es gibt aber noch einen anderen Grund, warum die Politik nicht schneller gegen den Klimawandel agiert hat bisher. Und zwar die sogenannte Tragik der Allmende. Was ist das denn? Das klingt ein bisschen wie ein Fantasy-Roman. Ja, vielleicht, weil es mittelalterlich ist, der Begriff. Allmende, das ist eine Form von gesellschaftlichem Eigentum. Davon spricht man, wenn sich verschiedene Parteien darauf einigen müssen, wie man ein frei zugängliches gemeinsames Gut nutzt. Also in dem Fall dann die Umwelt. Genau, also Menschen und Tiere in allen Ländern der Welt nutzen sie ja gemeinsam ab. Wenn also zum Beispiel ein Chemiekonzern in einem Land seinen Müll einen Fluss runterleitet, dann macht dieser Müll ja nicht an irgendeiner Landesgrenze Halt. Mhm. Und wenn in einem Land viel CO2 ausgestoßen wird, dann hat das einen Effekt auf das globale Klima. Deswegen ist das schwer, Umweltpolitik umzusetzen, weil so richtig gut funktioniert das eben nur, wenn alle Länder mitmachen. Und deshalb gab es ja überhaupt die Idee eines globalen Klimaabkommens. Und deshalb verweisen Klimaaktivisten ja immer auf dieses Abkommen von Paris von 2015. Alle 5 Jahre müssen die Staaten nämlich seitdem überprüfen, was ihr Beitrag ist und müssen mehr machen. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze erklärt oder hat mir erklärt, was passiert, wenn sich die Staaten nicht an diese selbstgesteckten Ziele halten. Genau in diesem Jahr ist ein ganz entscheidendes Jahr, weil jetzt alle sozusagen Update machen müssen von dem, was sie an Beiträgen zum Klimaschutz liefern. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Das ist wirklich dramatisch. Das ist nicht nur so, dass ganze Inselgruppen untergehen und Küstenstreifen nicht mehr bewohnbar sind, sondern dass sich das Klima massiv verändert. Es wird heißer, es wird aber auch in Teilregionen nasser, also mehr Orkane. Wir werden Probleme kriegen mit dem Eis. Also wenn man sich nur einmal vorstellt, der Himalaya würde abschmelzen, das Eis, was wir da im Moment haben, dann wäre ein Viertel der Weltbevölkerung von der Süßwasserzufuhr abgeschnitten und müsste völlig neue Wege finden, wie sie an Trinkwasser herankommen. Also es wären weltweit dramatische Situationen, wenn wir es nicht schaffen, insgesamt unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und genau an diesen Zielen wird die Regierung ja jetzt gemessen. Ja, und dass sie daran gemessen wird, ist genau ein solcher Verdienst dieser Umweltbewegung. Da ist eine Generation, die erkannt hat,
die Entwicklung des Klimas wird meine eigene Zukunft entscheidend prägen. Die Politik hat 2015 auf dieser Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen das Ziel ausgegeben, den menschengemachten globalen Temperatureinstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Und kurze Zeit später wollen sich viele nicht mehr dran halten. Sowas passiert ja eigentlich ständig in der Politik, dass Widersprüche kommen. Und jetzt wird den Entscheidungsträgern aber konsequent unter die Nase gehalten, Leute, ihr müsst das durchziehen, ihr habt das doch versprochen. Und das finden übrigens nicht nur Grüne gut oder SPD-Politiker oder FDP-Politiker, sondern auch konservative Politiker wie Philipp Amthor. Ich finde es gar nicht schlecht, dass die Leute sich engagieren, sondern ich finde es gut. Auch wenn ich jetzt natürlich bei Fridays for Future nicht jede inhaltliche Position teile, ist irgendwie klar. Aber die haben ja einen validen Punkt, wenn die sagen, Mensch, ihr habt da irgendwie Pariser Klimaabkommen unterschrieben, haltet eure Ziele nicht ein, dann ist es richtig. Über die Maßnahmen inhaltlicher Natur kann man dann diskutieren. Da gibt es auch eine ganze Menge von Unterschieden. Aber ich finde das erstmal gut. So, jetzt haben wir genug über Fridays for Future gesprochen. Wir wollten mit Fridays for Future sprechen und das haben wir getan. Anfang des Jahres haben wir Leonie Bremer getroffen. Sie ist eine der SprecherInnen dieser Bewegung. Leonie ist 23, wohnt in Köln und hat mit 7 Jahren aus Überzeugung beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Sie hat also sehr früh angefangen, sich bewusst mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Und wir haben mit Leonie darüber gesprochen, was sie motiviert, warum sie nicht in einer Partei ist und wie sie die Zukunft sieht. Und wir hüpfen jetzt in einen Teil dieses Gesprächs. Wenn du von Katastrophe sprichst, wann ist dir das bewusst geworden? Unterbewusst hat es, glaube ich, schon viel früher angefangen. Ich glaube, ja, wir hatten ja eben schon erwähnt, dass ich seit ich 7 bin eben keine Tiere esse. Und ich war schon ein bisschen sensibler auf das Thema Natur, als ich sehr jung war. Und ich habe viel in der Natur auch verbracht. Wir wohnen am Wald. Ich habe in meinem Urlaub in Schweden gemacht. Und wenn ich Waldbrände gesehen habe, die es auch schon in Schweden gab, habe ich geweint. Ich tue es heute noch zugegebenermaßen, aber genau, also wann ich dann so wirklich mir bewusst war, dass es mich wirklich so emotional auch trifft, war, glaube ich, als ich so 16 war. Es gibt jetzt immer noch viele ältere Menschen, vor allem die sagen, ja, Klimaveränderung hat es immer schon gegeben, es gab auch immer mal Waldbrände, es gab auch immer mal Eiszeiten, das ist alles nicht so wild. Was sagst du solchen Leuten, die das im Jahr 2020 immer noch so sagen? Naja, also ich appelliere dann daran, dass man sich wirklich mal mit der Wissenschaft auseinandersetzen muss. Also letztes Jahr, also vor 2 Monaten war es noch so, dass 99,7% der Wissenschaftler in sich da also zugestimmt haben, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und also jetzt letztens habe ich gelesen, dass es sogar 100% der WissenschaftlerInnen sind. Und diesen Menschen kann man dann nur den wissenschaftlichen Hintergrund erklären. Und das versuche ich dann auch teilweise, aber es ist ziemlich komplex. Und wenn ich dann sehe, das Potenzial, da könnte sich vielleicht was ändern, wenn ich da rede, dann versuche ich das. Aber grundsätzlich, wenn die Basis für ein Gespräch nicht da ist, dann versuche ich auch meine Zeit, die halt limitiert ist, nicht zu verschwenden. Warum diese Bewegung? Warum Fridays for Future? Warum nicht ein Engagement in einer politischen Partei? Also ja, Fridays for Future ist überparteilich, weil keine und dementsprechend, also ich auch, ich bin in keiner Partei und einfach aus dem einfachen Grund, dass ich keine Partei vertritt das, was ich mir wünsche und das ist eine konsequente Klimapolitik, die soziale Gerechtigkeit beinhaltet und dementsprechend bin ich in keiner Partei. Ich war davor schon in verschiedenen anderen Bewegungen und Fridays for Future, ich bin eigentlich so ein relativ introvertierter Mensch und ich habe eben gesehen im September letzten Jahres, dass Greta da saß und einfach damit so viel erreicht hat und davor war ich im Hambacher Wald zum Beispiel aktiv und das sind alles so Formen, wo ich mich nicht 100% wohlgefühlt habe, aber richtig gemerkt habe, dass es dringend notwendig ist und dann kam es eben zu Fridays for Future, wo man eben auch, wenn man ein bisschen ruhiger vielleicht ist, viel bewirken kann. Es gibt aber viele bei den Grünen, die jetzt aufschreien würden und würden sagen, Moment, das sind doch genau unsere Themen, die du gerade angesprochen hast. Natürlich, aber es bringt halt auch nichts, wenn man das dann anschneidet und wenn man dann einen Schritt in die richtige Richtung macht, aber dann noch wieder stehen bleibt oder einen Schritt zurückgeht und dementsprechend ja und das stimmt vielleicht, aber es reicht nicht und ich hoffe, dass dadurch, dass sie mehr Wähler gewonnen haben, dass sie mutiger werden. Wie seid ihr organisiert? Weil das sind ja mittlerweile schon viele tausend Menschen, die sich da mit dir und anderen engagieren. Ja, wir sind basisdemokratisch und dementsprechend kann jeder einer AG beitreten. Also wir haben AGs, in denen wir arbeiten, wir haben Ortsgruppen, in denen wir arbeiten, dann haben wir eine Bundesebene, in der wir arbeiten. Und wenn man dann der AG beitritt, dann kann man da aktiv werden, je nach Kapazitäten.
und ja, ob man da eben Lust drauf hat, und dann kann man das werden, was man will. Also ich glaube, es ist halt immer schwierig auch zu sagen, so, das will ich werden, weil der Hintergrund so dramatisch ist. Also ich wäre es lieber nicht. Ich würde lieber was anderes machen, als mein Leben dafür, quasi meine Freizeit dafür so, ja, zu opfern, wie ich es tue, aus den Gründen. Was würdest du machen? Ich würde mehr Zeit mit meinen Freunden, meiner Familie verbringen. Das geht sehr unter. Ich würde gerne weiter Halbmarathon rennen, was ich jetzt im Moment nicht so viel machen kann. Klettern gehen, ganz viele Sachen, und mich vor allem auch weiterbilden, was ich durch Race for Future natürlich auch tue, aber ich würde schon gerne öfter zu Uni, also es hat sich so doof an, ich würde schon gerne öfter zu Uni gehen, ja. Macht dich das wütend? Auf jeden Fall, ich glaube, das sieht man jedes Mal, wenn ich auf der Straße bin, dass ich wütend bin. Über die Zeit, die dir da geraubt wird? Alles. Also wenn es nur die momentane Zeit wäre, wäre es ja okay, es ist es aber nicht. Es wird Ressourcenmangel geben. Ich weiß, meine Frage wird nie sein, später, ja, möchte ich das Auto oder das Auto fahren, weil es wird es einfach nicht geben, weil wir keine Ressourcen mehr haben, diese Sachen auch zu bauen. Und das macht mir wahnsinnig Angst und gleichzeitig mich auch sehr wütend. Angst und Wut. Und Wut ist ein Gefühl, das wir ja auch aus dem Rap kennen. Rapper sind oft wütend, und wenn sie es sind, dann schreiben sie Songs über die Ungerechtigkeit, die sie erleben. Zumindest habe ich das bisher bei Machiavelli so gelernt. Jan, rund um die Klimadebatte habe ich persönlich aber kaum irgendwelche Rap-Songs mitbekommen. Das wäre jetzt nicht besonders verwunderlich, weil ich jetzt auch nicht viel mehr Rap-Musik höre als die, die du mir in die Playlist packst. Da könntest du übrigens mal wieder was Aktuelles reintun an dieser Stelle, kleiner Seitenhieb. Da kommt ein Update für dich. Danke, genau. Könntest vielleicht ein Klima-Update reinpacken? Also, wird gemacht. Gibt's da was, oder ist das so überschaubar, wie ich mir das gerade vorstelle? Es ist überschaubar. Ich dachte, es wäre noch überschaubarer, aber ich habe ein paar Songs gefunden. Ich will aber erstmal über einen Song sprechen, ein spezieller Song, der selbst an dir, glaube ich, nicht vorbeigegangen ist. Und zwar Hurra, die Welt geht unter. Seit wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, kein Bürostuhl-Wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch ne Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Der Song kommt mir tatsächlich bekannt vor, weil wir den am Anfang der Sendung schon gehört haben. Nicht schlecht, gut aufgepasst. Normalerweise hörst du doch nie zu, wenn ich irgendwelche Songs einspiele. Genau, dann kannst du ja auch sagen, wer das ist. Das ist KIZ zusammen mit Henning Mai von Annen Mai Kantereit. Und welcher Rapper von KIZ hat da gerade den Part gerappt? Oh, ich glaube, das war Tarek. Richtig. Yes. Sehr gut. Yes. Also, es ist die inoffizielle Hymne der Fridays for Future Bewegung geworden, obwohl der Song bereits 2015 rauskam und eigentlich auch nicht direkt jetzt Klimaschutz als Thema hat. Eigentlich geht es da um was anderes. Das hat uns damals ja auch Maxim von KIZ erzählt. Es geht ja auch in dem Song überhaupt nicht um die optimale Welt. Also der Refrain ist ja, wir singen Hurra, die Welt geht unter in einem Atomschutzbunker. Also es ist jetzt keine besonders traumhafte Vorstellung, dass die Welt den Berg abgeht. Der Song war mehr so eine Reaktion auf diese Dystopien, die teilweise gemalt werden in irgendwelchen Zombie-Apokalypse-Filmen oder Katastrophenfilmen, die eigentlich immer den Effekt haben, dass man sich vorstellt, was ist, wenn unsere Ordnung zusammenbricht, dann sehen wir doch, der Mensch wird zum Tier und alle rennen aufeinander los und töten sich und essen Menschen und es wird richtig albtraumhaft. Und am Ende denkst du, das schöne Erlebnis ist am Ende, oh, zum Glück haben wir ja den Staat und der uns mit Polizei und Richtern und einem ganzen Gewaltapparat daran hindert, aufeinander loszugehen, und dann ist man wieder glücklich. Also das hatte immer diese Funktion, und da war das erstmal einfach nur so eine fast eine Parodie auf diese Songs zu sagen, könnte aber auch geil sein. So, wir organisieren uns neu und dann kommt halt so ein bisschen diese utopische Gesellschaft. Krass, dass dieser Song einfach im Jahr der Pariser
Klimakonferenz rausgekommen ist, ist mir gerade aufgefallen. 2015 hast du ja gesagt. Das ist aber leider der einzige Zusammenhang, den es gibt zwischen diesem Song und der Klimabewegung, zumindest inhaltlich, was in dem Song erzählt wird, hat uns Maxim ja gerade erklärt. Es geht nicht um das Klima und trotzdem ist es die Hymne für Fridays for Future geworden. Wir haben mal bei Henning May nachgefragt, warum er denn glaubt, warum dieser Song so populär geworden ist bei dieser Klimabewegung. Weil KIZ so krass ist einfach. Die haben es einfach geschafft, einen Text zu schreiben, der das Undenkbare ganz denkbar und in so einer liebevollen Apokalypse-Stimmung beschreibt. Ich finde, das ist ein guter Gedankenöffner. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass Bücher verbrannt werden. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand eine Bibel in den Kamin wirft. Fände ich doof. Ist ganz schrecklich sogar. Aber wenn die den Song schreiben und sagen, ne, in diesem Szenario finde ich das eine tolle Zeile. Das ist schon auch einfach fast wie ein Hollywood-Film, das Lied so ein bisschen. Und ich glaube, mir fällt das einfach immer sehr viel leichter, etwas ja, zu fühlen, wenn ich da irgendwo so ein Stück Kunst kriege. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einer Klimademo wart. Ich habe zumindest ein paar aus der Nähe mal gesehen und gehört. Und da läuft auf jeder, die ich zumindest wahrgenommen habe, dieser Song. Und Henning, würde ich tippen, so als Typ ist ja auch einer, der bestimmt mal auf eine Demo gegangen ist. Wie ist das für ihn, seine eigene Hook auf einer großen Demo, auf einer großen Klimabewegung zu hören? Ja, ist jetzt nicht sein Favorite-Ding, würde ich mal sagen. Also er hat gesagt, er zieht sich dann immer die Kapuze ganz tief ins Gesicht, wenn der Song kommt, so selbstverliebt ist er dann doch nicht in seine Stimme. Aber Musik generell findet er wichtig beim Demonstrieren, hat er erzählt. Ich finde ganz viel an Demos empowernd, auch abseits von Musik. Und es gab auch irgendwie bei Fridays for Future Lieder, die da irgendwie mir ein tolles Gefühl gegeben haben. Also es gab einmal ein Lied, auf der Demo von Max Rabe wurde das gespielt. Fahrradfahren, kennst du das? Fahrradfahren, ich will mit meinem Fahrrad fahren, da fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Dass das alles Spaß machen kann, das finde ich empowernd. So, dass man da stehen kann und lachen. Und ich habe natürlich auch das große Geschenk bekommen, dass ich da in Hamburg auch mal auf einer Bühne spielen durfte bei einer Demo, die riesig war. Und dann halt da ein Lied spielen zu dürfen, irgendwie ein Liebeslied. Und die Leute sind alle so leise und dann sind da irgendwie 80.000 Leute so leise und hören irgendwie zu beim Demonstrieren und so. Das ist ein magisches Gefühl. Überall Schilder und junge Menschen. Und vor allen Dingen halt zu sehen, dass ich da auch einfach junge Menschen kennenlerne, die viel smarter sind als ich. Max Rabe übrigens, auch gern gefeaturter Gast bei deutschen Rappern. Bei welchem Rapper war er auf dem Album, Vassili? Ich wollte gerade sagen, ich musste direkt an Kummer denken. Der ist auf dem aktuellen Album Kiox von Kummer drauf. Sehr stolz auf dich. Übrigens, abseits der Charme seiner eigenen Stimme, die über Demo-Lautsprecher zu hören ist, hat Henning natürlich keine Probleme mit Fridays for Future. Ganz im Gegenteil, er ist ein sehr großer Unterstützer dieser Bewegung. Ja, ich habe das Gefühl, die Generation der Schüler ist einfach viel krasser am Start und geht ein viel größeres Risiko ein, gibt sich in größere Konfliktsituationen mit den Eltern, als wir das getan haben. Das gibt mir Hoffnung, aber ich fühle mich auch ein bisschen in den Allerwertesten gezwickt. Deswegen habe ich so dieses unruhige Ding in mir und ich weiß ja auch einfach oft nicht, was ich richtig mache und lerne irgendwie, okay, das habe ich jetzt wieder falsch gemacht und worauf soll ich mich konzentrieren und so. Aber Fridays for Future ist halt auch einfach so ein bisschen mein Anker. Also ich sehe die als die treibende Kraft dahinter, dass die Klimakrise nicht so heftig, ja, nicht so in unser Leben eingreift wie die Corona-Krise. Und es gibt keine lautere Stimme gerade als die dafür. Jan, das hast du jetzt natürlich sehr geschickt gemacht. In bester Politikermanier einfach mal, hurra, die Welt geht unter, bisschen Alibi-mäßig vorgeschoben. Hast selber auch noch mehrfach betont, dass das eigentlich gar nichts mit der Klimakonferenz zu tun hatte und mit der aktuellen Klimabewegung. Deshalb investigativ nochmal nachgefragt beim Musikjournalisten Jan Kawelke. Nenn mir doch bitte mal ein paar Songs zum Thema aktuelle Songs von RapperInnen.
Du kannst investigativ nachfragen, ich kann investigativ recherchieren und auch antworten. Wir bleiben jetzt erstmal in Deutschland, international habe ich da auch noch ein paar Kandidaten auf meiner Liste, aber vielleicht bleiben wir hier erstmal national. Es gibt ein paar Rapper, die sich damit beschäftigen tatsächlich, sind jetzt vielleicht nicht die Mainstream-Artists, aber trotzdem wird das Thema immer wieder am Rand gestriffen. Scheiß auf Plastik, ich habe eine Tasche mit von zu Hause, denn ich denke nachhaltig. Ich recycle dies, ja, ich recycle das. Ich recycle alles, die Nature feiert's krass. Ja, ohne Wasser gäb's kein Bier. Du weißt, was ich meine, ich muss das nicht suggerieren. Du trinkst König Pilsner, du bist sicher nicht von hier. Ey, du AIDS for Future, Bruder, ja, wir demonstrieren. Ich brauch kein Gucci, Louis, Fendi, Mandy, ich brauch nur das Wasser. Will nicht in der Wüste sterben wie dieser Mufasa. Meine Crew ist so am Denken, keiner ist noch nasser. Nein, ich trinke kein Craft Beer, Baby, ich trink Wasser. Was für ein Bettausstieg. Junge, ich bin LLG. Beschütze meinen Wald, legst du Hand an. Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Fangzahn. Millionen Jahre hier. Meine Wohnung, mein Revier. Mahagoni, keine Ware. Merkst du nicht, ich weine gerade. Junge, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Mädchen, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? Sag mir, fühlst du nicht den Wald von der Lazy Lizard Gang haben wir da am Ende gehört. Kleines Rap-Quiz mit dir, Vassili. Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Fangzahn. Auf welche Zeile beruft sich das? Ja, Amateure würden jetzt wahrscheinlich denken, wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun KIZ. Aber KIZ haben sich tatsächlich auf Haftbefehl berufen. Das heißt, ich würde sagen Haftbefehl. Genau, und der Song Wald, fühlst du nicht den Wald? Worauf bezieht sich das? Fühlst du nicht den Vibe, würde ich sagen, aber ich wüsste tatsächlich nicht, welcher Song. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das weißt. Ja. Ist von Flair, das Original. Ah, okay. Merkst du nicht, ich vibe gerade, sie rappen, merkst du nicht, ich weine gerade in Bezug auf das, was mit Mutter Natur bezieht. Und der zweite Song ist Fidel Castro zusammen mit Lugatti und Nein aus Köln. Also der erste, den wir gehört haben, über Wasser. Fidel hat zum Beispiel auch letztens einen Song über das Waldsterben gemacht. Und ich finde, das kann man schon hören. Das war jetzt aber relativ überschaubar, jetzt auch nicht die mega Riesennamen. Wenn ich jetzt an Songs über andere politische Themen denke, alleine Geld oder so, da hat gefühlt jeder ja schon mal drüber gerappt. Warum rappen so wenig Rapper über Klima? Ja, muss ich ein bisschen mutmaßen. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Gründe. Erstmal ist der Kampf fürs Klima gefühlt auch irgendwie ein kleiner Luxuskampf, also man muss sich das leisten können. Wenn wir bei der These bleiben, dass Rap oft von Menschen am Rand der Gesellschaft gemacht wird, dann haben viele von denen auch einfach anderes im Kopf, als sich um das Klima zu kümmern, so traurig das klingt. Sie haben drängendere Probleme. Der britische Rapper Geiger hat sich immer mit dem Labour-Chef, der jetzt nicht mehr so richtig relevant ist, mit dem Ex-Labour-Chef. Du guckst mich ganz straf. Sehr gut aufgepasst, Janka Welke. Wie heißt denn der aktuelle Labour-Chef? Oh Mann. Brand Grant. Brand Grant. Brand Grant. Hugh Grant gesagt. Nein, er heißt Sir Keir Starmer. Sir? Ist er Sir? Ja. Ja, der ist Sir. Sir? Ja, war ich doch nah dran, oder? Habe ich nicht Keir Starmer gesagt? Ja, ich glaube so ähnlich. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Okay, aber bevor Sir Keir Starmer Brand da war. Brand Grant, oh mein Gott. Und vor Brand Grant war Jeremy Corbyn der Labour-Chef. Und der hat sich damals mit dem britischen Rapper Geiger getroffen. Und die haben genau über diese Problematik gesprochen. Hören wir mal kurz rein. What would you say to an average person in the street who feels like climate change is not a priority or isn't going to affect them now and they've got much more pressing issues to hand in their lives? Well, to be taken seriously on issues of climate change, which obviously affect the whole planet, you've got to deal with the issues that people face day to day in their lives. Homelessness has to be dealt with. Unemployment has to be dealt with. Lower levels of life expectancy in inner city communities has to be dealt with. And if you get a serious hearing on huge issues like climate change, you've got to deal with the day to day of people's lives and the reality of it. People feel really disconnected from it, right? If I talk to people around where I grew up about climate change, they're just like, well, at least it'll be hot next. Do you know what I mean? They're not really thinking about that because they're worried about things that seem immediate. Knife crime or how they're going to feed themselves or their families seem much more important.
how can we bring it to the forefront of people's minds? Well, it's not an either or, you've got to do both. I mean, people living in communities under huge stress, high levels of knife crime, are often areas that also have very high levels of pollution. And so it is about open space, it is about air quality, it is about food quality, it is about the life opportunities of people in every part of our society as well. Das ist ein wichtiger und interessanter Gedanke und das hat uns auch Gold Roger damals im Gespräch mit Philipp Amthor erzählt. Heutzutage ist das ja voll das Ding. Also die Kinder, die heute bei Fridays for Future mitlaufen, die werden sich in 10 Jahren gegenseitig fragen, warst du damals auch da? Das verbindet diese ganze Generation und ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt mit dieser ganzen Umweltdebatte enden wird. Die werden teilweise ja jetzt schon über diese Umweltpunkte auf die sozialen Missstände kommen. Und dann bin ich gespannt, wenn es wirklich so eine Schülerbewegung in der Größe gäbe, die die soziale Frage stellt und nicht nur die Umwelt-SUV-Frage oder so, was sie jetzt auch nicht nur machen, darauf möchte ich nicht reduzieren. Da muss man sich schon umsehen und da muss die Politik spätestens dann, müsste sie die Schüler auch ernster nehmen, als sie es jetzt gemacht hat bei so Sachen wie Artikel 13 oder halt bei der Klimasache. Also generell kann man sagen, man muss begreiflich machen, wie drängend und nah das Problem an den Menschen ist, ist aber ja auch kein Thema jetzt von marginalisierten Gruppen. Wir haben ja schon festgestellt, dass sich diese Lethargie bei dem Thema eigentlich durch die ganze Gesellschaft zieht. Ja, es ist so ein bisschen wie damals dieses Beispiel, was du gebracht hast von Hannibal mit Fleisch. Also wenn für dich erstmal in deinem Leben das wichtige Ziel ist, wie ernähre ich meine Familie, dann ist Klima natürlich weit weg. Aber die Aufgabe der Politik ist es, genau wie du das gerade beschrieben hast, deutlich zu machen, dass es keine Frage von Arm und Reich ist, sondern Klima betrifft uns alle. Und das ist so ein bisschen der Kurs, zumindest rhetorisch, der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Ich habe sie gefragt, wie kann das sein, dass viele Leute sich gar nicht betroffen fühlen? Und was sie will, ist eben eine soziale Klimapolitik, die Menschen genau das verständlich macht. Was für das Klima gut ist, das muss einfach auch die günstige Alternative sein, die auf der Hand liegt. Und das, was nicht so gut ist, das muss teurer werden. Wir haben es in unserem Klimapaket so gemacht, dass Bahnfahren jetzt deutlich billiger geworden ist seit 1.1. Fliegen wird aber, sobald es wieder geht, teurer werden. Und das ist auch der richtige Weg. Also jeder muss sich Klimaschutz leisten können. Wir müssen die rankriegen, die sehr, sehr viel CO2 ausstoßen, die viel in Urlaub fliegen, die dicke Autos fahren. Da muss eben auch deutlich angesetzt werden, die müssen davon runter und müssen andere Wege finden, sozusagen mobil zu sein. Und das gibt es heute auch schon. Die Alternativen sind alle da. Also zum Klimapaket, ich habe das damals tatsächlich auch mal ein bisschen durchgerechnet. Wenn man spontan reisen will, dann ist Bahn immer noch teurer als Fliegen, wobei sich das durch Corona alles verschoben hat. Also müssen Frau Schulze und ich nochmal vielleicht zusammen nachrechnen, wenn die Krise vorbei ist. Aber zu den dicken Autos, da werden ja bestimmt auch ein paar Rapper betroffen, ne? Ja, da wären auch der ein oder andere Rapper betroffen. Ich bin dir aber noch einen zweiten Grund schuldig. Ich habe ja gesagt, es sind mehrere Gründe, warum das Thema nicht so richtig behandelt wird. Und ich finde es auch ein bisschen falsch, das jetzt irgendwie nur bei den Straßenrappern zu suchen. Und warum findet das da nicht statt? Weil bei Pop-Rappern oder anderen Rappern oder generell bei Pop-Mainstream-Artists findet das Thema ja auch nicht statt. Und das hat einen anderen Grund. Klar, manche interessiert es einfach nicht. Es ist aber auch einfach super schwierig, dieses Thema gut zu behandeln. Da habe ich auch mit Henning drüber gesprochen. Es ist einfach the most unsexy topic, finde ich, oder was heißt unsexy? Es ist halt einfach so schwer, weil, wie willst du dazu was sagen? Also, ich kann kaum reden über dieses, weil ich will auch jetzt niemandem irgendwie den Appetit versauen, darüber irgendwie einen geilen Climate Justice Song zu schreiben oder so. Aber es gibt dann einfach Themen, wie soll man darüber schreiben? Nicht wie ein Parteiprogramm. Und politische Musik finde ich schon so ein bisschen, weil, ich würde auf jeden Fall lieber sagen, so Gegenwartsbewältigungsstuff ist irgendwie auch erstmal genug. Also ich finde zum Beispiel einen Weg, wie KIZ hingeht, super geil. Auch wenn das ein Weg ist, der missverstanden werden kann und aus einer anderen Ecke gedeutet werden kann. Das ist halt eine Form der Kunst, die dann zum Beispiel eine andere Freiheit verdient, aus meiner persönlichen Sicht, als ich die habe. Und deswegen probiere ich eher für mich zu formulieren, was ich spannend finde. Ich mag so Bilder wie ein Meer aus Plastik, das so groß ist wie die Schweiz. Ein Meer aus Plastik, das so groß ist wie die Schweiz?
Ja, das ist aus einem neuen Song, an dem Henning gerade arbeitet. Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert, wenn die Nachrichten alles verdrängen, vom Virus regiert? Über ein Meer aus Plastik, das so groß ist wie die Schweiz, oder darüber, dass so viele Brüder in ihrem eigenen Eis erfrieren. Oder darüber, dass das, was in Hanau geschah, mich bis heute schockiert. Das ist natürlich nur eine Zeile an der Stelle, aber so kann man dieses Thema natürlich in einem Song zumindest erwähnen. Also offenbar treibt im Meer eine Plastikinsel von der Größe der Schweiz. Warum auch immer ausgerechnet die Schweiz, aber ja. Naja, weil man sich das ist ja so wie die Fußballfelder, die als Vergleich herangezogen werden, wie groß etwas ist. Das stimmt. Und das ist natürlich ein eindrückliches Bild, das, glaube ich, oft gebracht wird, und er hat das eben in seinem Song verarbeitet. Jan, also wenn ich das gerade richtig raushöre, es gibt wenige Künstlerinnen und Künstler, die sich mit diesem Thema befassen, die dieses Thema textlich verarbeiten. Selbst ein Henning May, der ja irgendwie der gefragteste deutsche Texter der Gegenwart ist, findet es schwer, irgendwie Worte zu finden für dieses Thema. Hast du als Musikjournalist eine Idee, wie sowas klingen könnte? Also ich finde das ganz gut, was Henning vorhin gesagt hat. Der Song von KIZ ist ein Stück Kunst und deswegen funktioniert das. Es ist ja ein bisschen die Frage, würde ich sagen, aus welchem Winkel näherst du dich so einem Thema? Klar, es gibt so Klimarapper, ich habe da so einen gefunden, der heißt Baba Brinkman, so ein Kanadier, der rappt dir dann da so eine Uni-Vorlesung vor, aber sorry, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht in meinen Gehörgang knallen. Und es gibt aber auch Songs von deutschen Rappern, die dieses Thema streifen, und ich dachte, wir hören uns einfach mal ein paar Ansätze an und schauen mal, wie gut das funktioniert und ob man das so machen kann. Hier Nummer 1. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt. Wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Herzlich willkommen in der Ringvorlesung Einführung in die moderne Klimarap-Geschichte. Hier ist Ihr Professor, Rap-Professor Jan Bruno Kawelke. Vielen Dank für die Rampe. Gibt's auch noch Applaus? Kennt ihr alle, Welt der Wunder von Materia kam auch weit vor Fridays for Future, nämlich 2014, kann aber natürlich auch auf einer Klimademo laufen. Klassische Metapher, die da benutzt wird, die oft in der Musik, auch gerade im Reggae in Bezug auf die Umwelt benutzt wird. Die Erde wird personifiziert als beispielsweise Mutter Natur, und es wird eben beschrieben, was wir ihr antun und wie wir sie ausbeuten. Gleichzeitig wird so ein bisschen die Schönheit der Welt beschrieben. Also ich nenne das National Geographic unter den Klimasongs, würde ich jetzt mal sagen. Ruft aber jetzt, also außer du hast dich vielleicht anders dabei gefühlt, aber es ruft jetzt nicht unbedingt zum Handeln auf, sondern eher so in Erinnerung, was haben wir da eigentlich und wie wertvoll ist das? Materia übrigens handelt, muss man an der Stelle sagen. Er hat eine umweltbewusste Modekollektion vor, ich glaube, 2-3 Monaten auf den Markt gebracht. Das war jetzt klausurrelevant. Jan Kawelke, haben Sie noch weitere Informationen für uns? Ja, lass uns noch einen hören. Lieber neue Waren statt verwahren. Nur muss ich jetzt bald einkaufen. Atemmaske tragen, lieber liege ich im Gras. Frisch den Geist, frisch die Lunge. Bis ich merke, ich liege in aufgeweichten Kippenstummel. Hörst du nicht den Vogel singen? Er zwitschert Lobeshymnen auf die Sehnen, denen sogar die Fische oben schwimmen. Hörst du nicht die schöne Möwe neben der Ölfabrik? Ich würde gerne verstehen, was sie sagt. Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt. Lass liegen, wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt. Lass liegen, ich wurde heute Morgen von einem Panzer geweckt. Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben. Drunter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt. Doch wir haben keinen Platz zu bieten. Lass liegen. Alligator ist für mich einfach der Märchenonkel unter den Rappern, aber das ist auf jeden Fall deutlicher als das, was wir von Materia gehört haben. Das hast du schon sehr schön analysiert. Du warst offenbar schon in einer meiner Ringvorlesungen. Alligator, der Barde der Deutschrap-Szene, Schauspielrap sagen auch manche, auch wenn der Song
Ihr habt euch vielleicht gewundert, ob der Song sehr aktuell ist, denn da kommt eine Line vor, wo es um Maskentragen im Supermarkt geht. Wirkt so, als wäre der jetzt gerade erst erschienen. Der Song ist aber auch schon ein paar Jahre alt, thematisiert, habt ihr wahrscheinlich auch rausgehört, die Wegwerfgesellschaft, alles, was uns aus der Tasche fällt, wird einfach auf dem Boden liegen gelassen. Und, muss man sagen, hat stabile 18 Millionen Klicks mittlerweile. Jan, du hast gesagt, du hast auch noch was Internationales. Oh ja, stimmt. I've trudged the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Das ist Lil Dicky. Lil Dicky? Genau, Lil Dicky sieht aus wie ein junger Bob Ross und macht so Comedy-Rap-Songs, die er meist mit sehr aufwendigen Videos dann nochmal umsetzt. Ähnlich wie Alligator erzählt er so sehr detailreiche, ironisch überspitzte Geschichten und ist damit super erfolgreich, muss man mögen, ist jetzt nicht so mein Style. Ich finde lustige Musik immer ein bisschen wenig nachhaltig, weil ich sie mir nur einmal anhören kann, dann habe ich den Gag verstanden, aber es wurde wahnsinnig viel geklickt. Dieser Song ist ein Riesenerfolg geworden, hat rund 250 Millionen Klicks bei YouTube und er hat auch noch die absoluten Weltstars darauf rekrutiert. Justin Bieber ist dabei, Ariana Grande, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Lil Jon, Ed Sheeran und. Die spielen da alle kleine Gastparts und dazu gibt es dann eine Fundraising-Kampagne. Es gibt eine Website, auf der das Problem des Klimawandels erklärt wird und was man so als Einzelner dagegen tun kann. Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Da waren wir ja noch gar nicht richtig inhaltlich bei diesem Punkt. Die Corona-Krise zeigt ja, dass viele Menschen dazu bereit sind, was zu tun. Andere sehen es nicht ein, nicht mal für einen bestimmten Zeitraum. Und genau darin sieht Umweltministerin Svenja Schulze die größte Herausforderung für Klimapolitik. Für die Klimakrise ist es aber so, dass wir dauerhaft Verhalten verändern müssen. Also die Art und Weise, wie wir mobil sind, das muss mit Fahrzeugen passieren, die eben andere Antriebe haben, die elektrisch angetrieben werden zum Beispiel oder eben intelligenter, indem wir die Bahn und dann erst ein Fahrzeug vor Ort nutzen. Wir müssen die Art und Weise verändern, wie wir unsere Gebäude heizen. Das geht nicht weiterhin mit Öl, das muss auch aus regenerativer Energie passieren. Die Art und Weise, wie unsere Industrie läuft, wird sich verändern müssen. Wir müssen den Stahl der Zukunft möglichst CO2-frei herstellen. Also das sind Riesenaufgaben, die nicht mal eben von heute auf morgen gehen und wirklich strukturelle Änderungen sind. Und deswegen ist es so schwierig, weil man so eine Menge verändern muss. Mir ist übrigens noch ein Song eingefallen, den ich an der Stelle gerne unterbringen würde, weil du gerade von der persönlichen Verantwortung gesprochen hast und dass einige Leute das gerne annehmen, andere Leute das aber total ablehnen. Da hat letztens ein Rapper einen Song rausgebracht, der heißt Conny. Den hatte ich vorher noch nicht so auf dem Radar. Habe ich aber jetzt und der hat dieses Ding so ein bisschen thematisiert. Muss ich mich dafür schämen, Greta? Ich glaube, ich fühle mich fantastisch. Gestern war es Diesel, heute Plastik. Ich sag nicht, der Klimawandel macht nichts, aber muss ich mich jetzt schämen, Greta? Muss ich mich jetzt schämen? Erst wird dann sie dich 60 Stunden Wochen hassen. Dann wollen sie dich nicht mal einen Urlaub machen lassen. Oder zwei, drei Wochen Bali im September. Sehr gut. Und nochmal zwei Wochen Malle im Dezember. Ja, ja, ich hab's mir verdient, ich hab's mir verdient. Es steht mir zu. Ich zahle doch auch Steuern auf das Kerosin. Moment, Moment. Ich zahle keine Steuern auf das Kerosin. Das kann ich gar nicht glauben, das muss auch Lüge, Fake News. Ich hab das gegoogelt und es stimmt. Dann liegt das aber an der Politik, oder nicht? Ich hatte die Kreuzfahrt schon gebucht. Shoutout Urlaubsguru. Fahr mal nach Spitzbergen mit dem Zug. Sehr lang. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich ein Verbrecher bin. Ich bin kein schlechter Mensch, nur in dir geht's schlechter Mensch. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Und, muss er sich schämen? Nein, muss er nicht. Es ist nicht seine Aufgabe. Wenn er sich diesen Urlaub leisten kann und er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dann soll er ruhig nach Bali fliegen. Ich finde grundsätzlich auch, dass Reisen ein wichtiger Faktor ist, um den eigenen Horizont zu erweitern. Aber die Politik, das hat Svenja Schulze vorhin ja auch schon gesagt, hat die Verantwortung, den sozialen Rahmen zu schaffen und es, wenn es dem Klima so schadet, wie es ihm schadet, es Menschen so schwierig wie möglich zu machen, zum Beispiel nach Bali zu fliegen. Auf der anderen Seite musst du ja sehen, dass Bali auch irgendwie wirtschaftlich von irgendwas leben soll und Tourismus ist ein zentraler Punkt. Also es ist halt nie
so super unterkomplex, sondern es ist immer sehr kompliziert. Also Verantwortung bei der Politik, das sagt ja auch das lyrische Ich hier in dem Song von Conny, ne? Wie es gibt keine Kerosinsteuer, das liegt dann aber an der Politik. Also die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen und nicht der Einzelne. Das sieht übrigens auch Henning so, dass es da Veränderungen braucht, aber der Bundesregierung, der aktuellen, traut er das ehrlich gesagt nicht zu. Da brauchen wir irgendwie politische Lösungen. Also es ist irgendwie nicht möglich, dass ich jetzt, wenn wir alle gar kein Plastik mehr verbrauchen und sogar nicht mehr essen würden, haben wir das noch nicht wieder raus. Und deswegen ist so, wir brauchen irgendwie die Politik, damit die halt endlich sagt, yo, jetzt geht's ab, wir rasieren. Ich glaube nicht, dass die GroKo das machen wird. Ich vertraue denen nicht. Dann ist Henning, was seine Position angeht, wahrscheinlich näher an den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future. Die haben nämlich eine Eigenschaft, die auch viele Rapper haben. Sie sind ziemlich kompromisslos. Und ich habe von Gregor Gysi gelernt in unserer Folge mit Maxim KIZ, dass sie das auch unbedingt sein müssen. Sie müssen auch mehr fordern, damit wenigstens die Hälfte davon passiert. Das muss man lernen im Leben. Oder bei eBay Kleinanzeigen. Ja, das ist vielleicht wieder so eine Sache, in der sich Rap und Politik besonders nahe stehen. Lass uns doch mal noch einmal in unser Gespräch mit Leonie Bremer reinhören. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild von diesen Forderungen machen. Du hast gesagt, dass sich nichts verändert. Aber ihr habt ja schon, also hast du nicht das Gefühl, dass sich schon was tut? Es wäre gelogen, wenn ich sage, wir haben nichts geschafft. Ich glaube, das ist das, was mir auch persönlich immer sehr schwer fällt, wirklich zu mir vor Augen zu halten, dass wir schon was geschafft haben und dass vielleicht so etwas minimal ins Rollen kommt, aber es reicht nicht. Und der Klimakrise ist es egal, ob wir 3 oder 4 Grad darauf zusteuern. Wir müssen unter 1,5 bleiben, sonst haben wir die irreversiblen Chain Reactions. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Jedenfalls, das ist dann egal. Und wenn wir wenig tun, bringt es halt auch nichts, weil wenig tun ist demnach nichts tun. Aber die Bundesregierung würde ja jetzt sagen, wir haben was getan. Wir haben in einer Rekordzeit ein Klimapaket durchgebracht, das es so noch nie gegeben hat. Das könntet ihr euch ja auch auf die Fahne schreiben. Also das Klimakabinett hat sich ja Anfang letzten Jahres nicht umsonst gegründet, dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst, aber was das Klimapaket angeht, das ist ja komplett unzureichend und lächerlich. Also ich meine, die Wissenschaft sagt, wir brauchen 180 Euro CO2-Bepreisung, die Tonne, und was wir haben, ist einfach, das ist ein Siebtel davon und das reicht nicht. Und damit hat man noch keine Wirkung. Also die Wissenschaft sagt zum Beispiel, dass wir 50 Euro pro Tonne CO2 zahlen müssen, damit es überhaupt eine Wirkung hat. Also warum haben wir eine CO2-Bepreisung, wenn es keine Wirkung hat? Und das Interessante hier ist auch, dass eine Decke gesetzt wurde. Also ab dem Preis, wo es eben Wirkung hat, also wir steigern den Preis von CO2 jedes Jahr. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo der CO2-Preis eben eine Wirkung hätte, haben wir nichts weiter festgelegt. Aber man kann ja trotzdem sagen, die Bundesregierung hier in Deutschland tut was, überhaupt was, im Gegensatz zu anderen Ländern, in Russland, in Indien, in Brasilien passiert gar nichts. Das heißt, theoretisch könnte man ja auch argumentieren, egal wie viel dieses Land, diese Regierung tut, es ist eigentlich egal auf das Weltklima übertragen. Das Interessante daran ist, dass es eben nicht so. Weil wenn wir die Prozent sind, die es schaffen, den bestimmten Anteil, also wir haben ein CO2-Budget und wenn wir genau der bestimmte Anteil sind, der es nicht überschreitet, dann haben wir es geschafft. Und wir müssen es auch anders sehen. Europa trägt 10% zu den Emissionen bei. Und wenn Deutschland als Vorreiter vorangeht und sagt so, ey Leute, hier so geht das, so hat es wirtschaftlich eine Zukunft und so hat es für unsere Generation, unsere zukünftigen Generationen eine Zukunft, dann ziehen die anderen Länder mit. Was wäre denn das, was Deutschland deiner Meinung nach, eurer Meinung nach machen sollte? Naja, eine Ambitionssteigerung. Und das bedeutet, dass wir sagen so, ja, wir müssen klimaneutral werden bis 2035. Und wir müssen Kohle, ich meine, Deutschland schließt dieses Jahr Datteln 4 ans Netz, ein Braunkohlekraftwerk oder ja, ein Kohlekraftwerk. Und das ist einfach etwas, was nicht passieren darf. Und dann könnten wir somit auch China zeigen, so ja, ihr braucht auch keine neuen Kohlekraftwerke. Und das ist wieder so eine Chain Reaction, die man vielleicht erreichen kann. Und ja,
Aber das ist ja sehr, sehr kompromisslos. Politik lebt ja immer vom Kompromiss. Da hängen Arbeitsplätze dran, auch an Kohlekraftwerken zum Beispiel. Was ist denn die Antwort darauf, was Politiker ja auch immer wieder hervorbringen? Die Frage ist, ob die Klimakrise einen Kompromiss kennt. Du hast eine Antwort, oder? Ja, nein. Also es ist einfach so. Und wir spielen da mit unserem Leben. Und wenn wir sagen, man kann über ein Menschenleben einen Kompromiss finden, dann, also ich glaube das nicht. Und dementsprechend muss die Politik was tun, auch wenn es ohne Kompromiss ist. Mir persönlich ist es egal, wie unser Wirtschaftssystem alles Mögliche aussieht, wenn ich keine existenzielle Sicherheit habe. Und ich glaube, das muss verstanden werden und das muss die Priorität in jeder Entscheidung, die die Politik macht, sein. Dass die Politik schnell handeln kann, das hat sie in der Corona-Krise deutlich gemacht. Und das ist natürlich auch Leonie aufgefallen. Was ich super spannend an der ganzen Debatte finde, ist, wie dieser Generationsshift ist. Und davor war es immer, könnt ihr bitte darauf achten, dass wir eine lebensfähige Zukunft noch haben oder eine Zukunft, die nicht daraus besteht, die ganzen Katastrophen zu beheben. Und das war eben die junge Generation, die der alten Generation gesagt hat, hey Leute, bitte, bitte, passt auf, bitte achtet auf unser Leben. Und es ist genau andersrum. Jetzt wird von der jungen Generation erwartet so, hey, okay, bleibt bitte zu Hause, wir sind die Risikogruppe. Und das finde ich super interessant. Und wenn man sich anguckt, wer trifft denn da die Entscheidungen, wer trifft da die Maßnahmen, dann sind das eben die älteren Generationen. Und das finde ich natürlich auch super spannend zu sehen, was denn wirklich möglich ist, wenn diejenigen im Schießfeuer quasi stehen. Ja, wir haben da ja auch in der Corona-Folge schon drüber gesprochen. Ich sehe da auch einige Parallelen zwischen diesen beiden Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen müssen. Henning May hat es so beschrieben. Ich glaube, dass das, was gerade wegen Corona passiert, dass wir freiwillig unsere Grundrechte auch so hemmen und einschränken müssen, dass wir aber auch wirklich ganz konkret darunter leiden werden. Also du und ich, weil ich leide darunter. Ich sehe meine Freunde nicht, ich bin die ganze Zeit zu Hause. Ich wollte eine tolle Tour spielen mit meinen Freunden. Ja, wir hätten die größten Festivals gespielt, wie aufgeregt ich war. Wir wollen das nicht. Und ich glaube, das Gleiche wird passieren. Also wirklich, genau das Gleiche wird passieren. So heiß war es noch nie auf der Welt. Das hat Konsequenzen. Und deswegen habe ich gemerkt, ich werde einfach in 20 Jahren in einer viel schlechteren Gesellschaft leben, als der, in der ich groß geworden bin. Und damit das nicht passiert, was Henning da beschreibt, brauchen wir jetzt eine politische Entscheidung. Und die ist entweder weitermachen wie bisher oder Neustart. Ich tippe mal auf Weitermachen, pessimistisch. Ich will nicht übertreiben, aber Corona ist wahrscheinlich die größte Chance, die die Klimabewegung je hatte. Und zwar deswegen, weil sie einen sehr mächtigen Anhänger hat. Und zwar Franz Timmermans. Er ist der Vizepräsident der EU-Kommission und für nichts Geringeres zuständig als den European Green Deal. Mhm. Die EU-Kommission versucht damit, dass sich zumindest alle europäischen Länder auf gemeinsame Ziele in der Umweltpolitik einigen. Und der Plan ist, dass sie alle Staaten der EU dazu verpflichten, bis 2050 treibhausgasneutral zu sein. Und Timmermans glaubt, dass Corona eine Chance ist, weil die Wirtschaft gerade auf die Politik angewiesen ist. Noch viel mehr als vor ein paar Monaten. Und die Politik dadurch mehr Gestaltungsmacht hat. In Österreich zum Beispiel wird gerade diskutiert, ob die Austrian Airlines nur Staatshilfen bekommen, wenn sie sich auch den neuen Umweltvorgaben verpflichten. Und smart. Ja, total. Und das findet auch, also dieses Vorpreschen der EU-Kommission, auch von Ursula von der Leyen, die Kommission ja anführt, findet Leonie Bremer von Fridays for Future lobenswert. Ich erhoffe mir sehr von unserer Bundesregierung, dass sie von der Leyen und Timmermans in ihren Plänen unterstützt. Der Green New Deal, das ist nach meiner Meinung eine super Sache, wenn man die Ambitionsziele richtig setzt und wenn man das Gesamte betrachtet. Timmermans äußert sich da eigentlich ziemlich klar zu, dass Klimaschutz die Priorität sein muss. Und auch von der Leyen äußert sich da gut. Was mir fehlt, ist einfach diese Äußerung von Deutschland, wo gesagt wird, ja, wir unterstützen diese Aussagen und wir unterstützen dieses Bewusstsein darüber und die Ziele, die wir dazu haben. Deutschland in der EU hat so eine entscheidende Rolle und wir können so viele Länder mitziehen, wenn wir uns einfach klar dazu positionieren, dass das richtig ist, Klimaschutz an erste Stelle zu stellen. Und ich glaube, dass es da einfach von unserer Regierung Unterstützung bräuchte, was Timmermans und von der Leyen angeht. Du hast mit der Regierung gesprochen. Gibt es diese Unterstützung? Jein. Die Umweltministerin sagt, der European Green Deal ist eine gute Sache,
Aber Deutschland übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Also noch besser, dann können die ja genau das machen, was Henning gesagt hat, nämlich ab jetzt mal richtig rasieren. Theoretisch ja, praktisch nein. Die Strategie, die ich bei Umweltministerin Svenja Schulze rausgehört habe, ist eher diplomatisch. Und das heißt, unsere Rolle ist, alle anderen Staaten dazu zu bringen, eben gemeinsam die Politik auch zu unterstützen. Und da sind wir in so einer Moderatorenrolle. Und deswegen ist es im Moment gar nicht so einfach. Wir sind sozusagen schon auf dem Weg in diese Präsidentschaft und müssen dann immer hinter den Kulissen alle wieder zusammenholen. Das kann man nicht, wenn man zu sehr auf der Bühne ist. Da muss man viel, viel im Hintergrund wirken. Und das erzeugt im Moment vielleicht manchmal den Eindruck, wir sind da gar nicht richtig sichtbar. Von dem, was wir tun, also von dem, wie unsere Beiträge sind als Deutschland selber, sagen alle, dass das wirklich vorbildhaft ist. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, wir haben genaue Ziele für jedes Jahr, wir haben genaue Maßnahmen, wenn das Ziel nicht erreicht wird, was passiert dann eigentlich? Wir haben ein eigenes Klimakabinett. Also da können wir uns wirklich mit unseren Maßnahmen auch sehen lassen. Ich finde, Timmermans und Schulze klingen da jetzt sehr optimistisch. Ich muss sagen, dass ich da eher ein bisschen pessimistischer eingestellt bin, was das angeht. Das ist auch eine Einstellung, die du berechtigterweise haben kannst, weil die Umstellung der Wirtschaft natürlich erstmal Geld kostet und auch einige Unsicherheiten mit sich bringt. Und deshalb gibt es EU-Mitgliedstaaten wie Polen oder Tschechien, die sagen, das können wir uns nicht leisten. Und auch Lobbygruppen wie der Europäische Automobilverband stellen sich quer, stellen sich gegen dieses Gesetz. Und gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit nutzen sie das Argument und sagen, die Wirtschaft droht sowieso einzubrechen, da müssen wir lieber das stabilisieren, was wir jetzt schon haben und können uns dann nicht auf neue Spielchen einlassen. Also hatte ich doch recht mit meinem ersten Bauchgefühl, Corona hin oder her, es wird eigentlich alles bleiben wie bisher. Also ich persönlich kann mir aus vielen Gründen nicht vorstellen, dass es so bleibt wie bisher. Corona zeigt ja auf vielen Ebenen, dass es geht, dass man Dinge anders machen kann, dass man von zu Hause arbeiten kann. Corona zeigt auch, dass dieser plötzliche Reset durchaus funktioniert. Wir sehen, dass die Natur sich erholt, dass wir bessere Luft haben. Das lässt sich deutlich an den Zahlen von wissenschaftlichen Erhebungen ablesen. Und natürlich wird das nicht so sein. Natürlich werden Menschen wieder fliegen, natürlich werden sich Dinge wieder normalisieren. Aber gerade jetzt, diese Zeit sollte die Politik nutzen, um zu gestalten, um zu gucken, wie wollen wir in Zukunft leben, wie können wir mit dem technischen Fortschritt, den wir jetzt schon haben, in Zukunft leben. Und da gibt es, das hat Svenja Schulze vorhin ja schon aufgezählt, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Und deshalb können Politiker dieses Potenzial, was es auch gesellschaftlich gibt, diese Proteste, die ja konstruktiv sind von jungen Menschen, nicht einfach so liegen lassen und sagen, okay, wir kehren jetzt einfach zu dem zurück, wie wir es immer gemacht haben. Das wäre eine vertane Chance, das wäre nicht zukunftsgerichtet und das wäre nicht gestaltend. Und alleine aus Respekt vor dieser Generation, das sind junge Menschen wie Leonie Bremer, die wir gerade gehört haben, die Politik ernst nehmen, die nicht locker lassen, die mit Fakten argumentieren und die optimistisch bleiben, obwohl die Lage eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Und Janka Welke, du hast eine sehr schöne Abschlussfrage gestellt in unserem Gespräch mit Leonie und die würde ich jetzt gerne hören mit der Antwort. Leonie, glaubst du, wir schaffen das? Das wollte ich auch gerade fragen. Ja, ich glaube, sonst würde ich das alles nicht machen. Es ist manchmal schwierig zu, also ich habe natürlich auch Tage, wo ich mir denke, so, okay, wow, warum ist mir das nicht alles egal, aber die Wissenschaft sagt, wir schaffen das. Und ich bin mit Wissenschaftlern eben auch viel im Kontakt, zum Beispiel mit dem Wuppertal-Institut. Und wenn die mir sagen, mach weiter, wenn ich sage so, ich frage selbst, schaffen wir das? Und wenn die mir sagen, wir schaffen das und wir werden endlich gehört, ihr macht uns so stolz, ihr macht uns so glücklich, dass wir nicht, unsere Arbeit nicht die ganze Zeit unter den Tisch gekehrt wird, dann glaube ich, dass wir das schaffen. Mutmachende Worte zum Ende dieser Episode. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die Welt retten. Aber ich hoffe auch, dass ein paar gute Songs dabei rauskommen. Ciao, Vassili. Ciao, Jan. Ciao, Leute. Cosmo, der Sound der Welt.